Willkommen zurück, Wochenausblick für Trader für die Kalenderwoche 27 im Jahr 2019. Wir wollen direkt loslegen und einen kurzen Rückblick auf die vergangene bzw. auf die vergangenen Wochen richten. Hier mal die Trades, die ich zuletzt gemacht habe. Ich war eine Zeit lang im Drawdown und jetzt in den letzten Wochen praktisch wöchentlich immer wieder neues Allzeithoch. Jetzt auch wieder am Freitag. Der letzte Trade war bei Weizen, ein News Trade, weil es da einen wichtigen Report gab zu den Anbauflächen und das haben wir da gehandelt. Ansonsten lief es auch ganz gut, sind einige gute Trades dabei gewesen, jetzt komprimiert. Ich habe auch praktisch das komplette Depot jetzt flat. Bis auf eine ganz, ganz kleine Position, nämlich ein Micro-Gold-Kontrakt. Ansonsten ja, gibt es im Moment keine laufenden Positionen. Das heißt also, der Stand jetzt am Allzeithoch ist auch, der ist auch etabliert. Für die neue Woche unter anderem Palladium, FDAX, Kaffee, Baumwolle, alles auf der Watchlist. Und generell das zweite Halbjahr dürfte aus meiner Sicht sehr interessant werden. Wir haben in ganz vielen Rohstoffen dann den Jahreshaupttrend, höhere Volatilitäten in den Währungen, in den Metallen im zweiten Halbjahr, in den Indizes. Also bislang habe ich die Erfahrung gemacht, dass bei mir das zweite Halbjahr das Performance-Halbjahr ist. Von daher bin ich auf jeden Fall froh, dass ich im ersten Halbjahr auch schon einen deutlichen Gewinn erzielt habe und an einem neuen Allzeithoch bin. Aber natürlich ist es trotzdem keine Garantie. Es kann auch mal ein zweites Halbjahr komplett anders laufen. Aber es ist halt ein Erfahrungswert. Von daher, wenn es jetzt so wäre, dass die letzten 10 Jahre das zweite Halbjahr immer das Schlechtere gewesen wäre, dann würde ich mir da mehr Sorgen machen. Aber letzten Endes, im Fußball muss das Spiel auch erstmal gespielt werden und hier muss es erstmal gehandelt werden. Von daher ist es ein reiner Erfahrungswert. Schauen wir auf die News, die in dieser Woche anstehen. Die Non-Farm Payrolls am 5.7., Erdgas und WTI Storage. Vorsicht, in dieser Woche haben wir Feiertage, nämlich den Mittwoch. Das ist ein halber Handelstag, also es ist kein Feiertag, aber am Donnerstag haben wir den Independence Day. Und das bedeutet, wir haben am Mittwoch verkürzten Handel. Ich habe es mal bei Feiertage dazu geschrieben, weil es für mich eben zu diesem Feiertag zählt. Das heißt, wir haben dort verkürzte Handelszeiten. Da ist unbedingt darauf zu achten, weil einige Systeme, die ich trade, arbeiten ja nur auch an Tagen oder brauchen als Voraussetzung vollständige Handelstage. Und das ist am Mittwoch und am Donnerstag nicht gegeben. Das heißt, es ist eine sehr, sehr verkürzte Woche, weil nur Montag, Dienstag und Freitag reguläre Handelstage sind. Fangen wir direkt an mit dem ersten Markt, FDAX. Da haben wir eine Vola-Breakout-Situation auf Wochenbasis, die uns sagt, das, was jetzt kommt, da sollten wir dem Trend folgen. Heißt also, wir haben jetzt so eine fortgeschrittene Konsolidierung in diesem Markt gesehen, über knapp 2 Jahre. Insgesamt, wo es natürlich immer wieder kurze Trends gab, aber wir im Endeffekt dastehen, wo wir vor 2 Jahren auch standen. Wir haben so eine fortgeschrittene Konsolidierung, dass es jetzt eine explosive Situation ist, wenn wir jetzt einen Ausbruch haben. In dem Fall auf Wochenbasis muss die 12.550 genommen werden. Dann sollte man sich nicht gegen die Bewegung stellen. Braucht auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Grund, um was gegen diesen Trend zu machen. Und tendenziell eher mit der Bewegung gehen. Und ein Impuls-Setup, Power-Candle-Setup, was ich im FDAX nutze, hat hier eben auch jüngst ein Signal generiert. Und zwar gen Norden. Da haben wir auch schon die Preisbestätigung bekommen. Das heißt, FDAX ist jetzt bis auf Weiteres erst einmal long zu handeln und das müsste unter die 12.000er-Marke gehen, beziehungsweise sogar unter die 11.900. Da müssten wir drunter, damit dieses Long Setup, was der FDAX hier hat, negiert wird. Also FDAX bis auf Weiteres erst einmal Long Absicherung macht Sinn hier im Bereich um 11.900. Palladium mit einem Pattern, was es vor ein paar Wochen
vor ein paar Monaten schon mal gegeben hat, wo wir dann auch eine starke Korrektur gesehen haben. Also ein sehr zuverlässiges Pattern. Wir brauchen dafür einen Preis, der $5, mindestens $5 unter dem Freitagsschluss liegt. Das ist also eine sehr simple Sache. Wo war der Freitagsschlusskurs? Das markiert man sich und $5 darunter liegt der Trigger. Ein starkes Setup heißt trotzdem nicht, dass es immer funktionieren wird, aber Palladium auf jeden Fall für die Short-Seite interessant und wird auf jeden Fall auch gehandelt werden von mir. Wenn es zu diesen Triggern kommt, dann Baumwolle, eine sehr, sehr seltene Ausnahmesituation. Wir haben die Commercials mit 27.606 Kontrakten netto long. Das ist also sehr üppig. Die Produzenten sind nur noch mit 18.810 Kontrakten auf der Short-Seite. Die sind also auch so bullish, wie das 2016 im Frühjahr letztmals der Fall war. Das war ein sehr guter Zeitpunkt, um zu kaufen, so wie das auch im Jahr 2015, Anfang des Jahres der Fall war, Ende 2014, Anfang 2015. Das war auch ein sehr guter Zeitpunkt und ein sehr gutes Niveau zum Kaufen. Damals auch ungefähr auf dem Niveau, auf dem wir jetzt sind. Wir sind auf dem Niveau, was wir auch 2013 hatten, beziehungsweise 2012 vielmehr, sorry. Da gab es auch einen deutlichen Anstieg und wir sind auf dem Niveau, was wir 2009 hatten, mit den Nettopositionen der Produzenten und auch mit der Verteilung oder mit deren Anteile am Open Interest, aktuell bei 28% nur der Shorts, also die Produzenten stellen nur 28% aller offenen Short-Positionen. Das ist also sehr, sehr wenig. Heißt also, dieser Markt ist absolut bullish. Und zu guter Letzt, wir haben es angesprochen, in dieser Woche Feiertag. Und es ist immer ganz hilfreich, wenn man so die Zykliken um einen Feiertag herum kennt. Das alleine sollte niemals als Entscheidungsgrundlage dienen, beziehungsweise sollte niemals die alleinige Entscheidungsgrundlage darstellen. Aber man kann hier zum Beispiel schon auch sehen, dass es um diesen Feiertag herum, dass es da schon auch die Tendenz gibt, die Neigung, dass der Markt in den 4 Tagen vor und in den 3 Tagen, in den ersten 3 Tagen nach dem Independence Day, Handelstage wohlgemerkt, zur Stärke neigt. Heißt also, das, was wir jetzt auch gerade für den FDAX besprochen haben schon, das zeigt sich von einer ganz anderen Warte betrachtet, auch für den US-Aktienmarkt. Das war's für diese Woche. Ich wünsche allen viel Erfolg, gute Trades und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Macht's gut.